So, jetzt auch nochmal für jeden All About Summer plus Closing Mastery von keinem geringeren wie Sven Widmer. Ganz kurz für dich, dass du einfach verstehst, wer Sven ist. Sven ist eine Persönlichkeit, die mittlerweile jetzt auch schon mein Leben ungefähr, ja, ich würde sagen, ungefähr jetzt sind es 2 Jahre, 2 Monate, roundabout, begleitet. Und Sven war von Tag 1 eine Person, er sticht einfach aus. Okay? Mit seiner Art, wie er ist, mit seiner Direktheit, wie er drauf ist, das zeichnet ihn aus. Okay, ich sehe das nicht als etwas, das lustig oder zum Belächeln, sondern ich finde, das ist eine Stärke von Sven. Weil viele Leute hier haben nicht den Mumm, Leuten einfach mal die Meinung ins Gesicht zu sagen, einfach mal wirklich nicht Honig um den Mund zu schmieren, sondern wirklich mal auf die Kacke zu hauen und einfach sagen, ey, das und das sollst du tun. Und dafür ist Sven heute auch da. Weil ich habe mir einfach Gedanken gemacht, okay, wer kann in meinem Leadership vielleicht den Leuten einfach mal straight Punkte geben, was du heute umsetzen kannst und vielleicht auch mal Denkanstöße geben, was du einfach verändern solltest in deinem Business. Und da ist Sven definitiv der richtige Mann dafür. Sven ist eine Person, der führt jetzt eine Organisation, okay, von über 100 Menschen. Und Sven ist definitiv diese Person, die hier in diesem Call, ich will nicht sagen als nächstes, weil sonst wäre es ein Front an alle anderen, die tust, aber definitiv einer der ersten sein wird, okay, der definitiv den E5K hitten wird. Weil er das Ganze ernst nimmt, weil er nicht sein Business um sein Leben baut, sondern für ihn, sein Leben ist Business. Sein Leben, das ist kein Job mehr, das ist sein Lifestyle. Und er lebt es gerade aus. Sven macht den Call nicht aus der Schweiz. Sven ist gerade in Lissabon. Alright, versteh das. Sven ist gerade in Lissabon, wieso? Nicht, weil er Urlaub mit der Familie macht, sondern er hat einfach Bock. Er hat einfach Bock, okay? Und das ist doch genug Ansporn schon mal für dich, wenn du aktuell arbeiten gehst, dass du jetzt so einer Person einfach mal zuhörst, weil er doch schon diese Freiheit genießt. Und deswegen, Sven, ich bin dir ganz ehrlich, ich will dir gar nicht zu viel Zeit stehlen. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst, für unser Team auf jeden Fall Value zu teilen. Ich küsse doch dein Herz und alle einmal eine 7 in den Chat, wenn du ready bist, von Sven heute die Punkte mitzunehmen, wenn du vor allem aber auch dankbar bist, Guys, weil Dankbarkeit ist die größte, okay, größte Macht an Anziehung. Deswegen sei dankbar, dass Sven sich heute die Zeit nimmt, weil genauso wie du andere, okay, irgendwo recognize, genauso wie du andere Leute anfeuerst, wirst du schlussendlich, wenn du mal hier oben stehst, auch angefeuert. Und deswegen sei ready für diese Punkte, nehme Notizen mit. Rudi, ich würde jetzt auf jeden Fall direkt, ich denke mal, Host brauchst du nicht, aber du kannst dich auf jeden Fall jetzt mal entstummen und ich würde dir das Wort übergeben. Deswegen, let's go, stage is yours und ich bin später wieder dran. Yes, danke Max, danke Max. Ich denke, man hört mich. Ist immer wieder süß, da werde ich immer fast rot, wenn Max über mich spricht. Nein, auf jeden Fall. Mal kurz eine 1 im Chat, wer am Super Saturday in Bern dabei war letztes Wochenende. Nimm mich mal stark wunder. Viele kenne ich. Oh Gott. Okay, alright. Alright. Nice. Für alle, die dabei waren, es wird jetzt mehr oder weniger Repetition für euch sein, ist aber auch nicht schlecht, weil durch Repetition werden wir ja auch einiges lernen können. Aber an alle, die am Super Saturday dabei waren, wissen ja, dass Luca ein E2-Incentive angekündigt hat. Und ich will noch mal ganz kurz, bevor ich hier reinstarte, darauf aufmerksam machen. Leute, ich meine es ganz ehrlich, jetzt in 2 Jahren Network Marketing kann ich einfach mal so sagen, es gibt wahrscheinlich keinen, der Incentives so geil machen will, wie es Luca machen will. Und wenn du das einfach freiwillig verpasst, dann ja, ist schon dumm. Bin ich ganz, ist nicht irgendwie sonst, ist es eigentlich schon ziemlich einfach dumm. Dumm einfach. Deswegen achte darauf. Nimm dieses Incentive mit. Auch du kannst da dabei sein, entweder indem du E2 gehst oder halt nach den Punkteregeln. Können nicht viele mitkommen, aber einige. Deswegen nutze das Ganze. So, jetzt aber zum Thema. Ich werde heute grundsätzlich über Closing sprechen, aber auch ja, eigentlich sehr stark auf Network Marketing basiert. 7 Skills, die du wirklich beherrschen musst für Network Marketing. By the way, im Network Marketing ist schon mal wichtig, dass man die Cameron hat. Deswegen macht mal die Cameron. Was ist mit euch los? Hä? Macht ein Online-Business. Was ist mit euch los? Mach mal die Cameron jetzt. Oh, perfekt. So, erster Punkt, erster Skill, was du beherrschen musst im Network Marketing. Prospects finden, neue Leute kennenlernen. Wieso ist das ein Skill? Ich erkläre es dir mal so.
In meinen Augen ist es ein Skill, dass man auf Menschen zugehen kann und in dem Sinne neue Kontakte knüpfen kann. Es ist ein Skill, wenn man irgendwie an der Kasse eine Nummer zieht, wenn man im U-Bahn eine Nummer zieht. Während vorhin ist ein Hustle Family Chat drin. Vorgestern habe ich es auch vorgemacht. Ich habe ein Video gemacht im Uber, habe dann auf Anzeige gesagt, ich gehe da nicht raus, bevor ich die Nummer habe. Und ich habe dann einen Screenshot reingeschickt von der Nummer. So. Das Ganze ist dann am Ende nützlich, weil du hast dann so wieder Prospects. Am Ende ist alles eigentlich in einem. Wenn du introvertiert bist, mein Beileid, dann musstest du wirklich dir antrainieren, aber du musst versuchen, dich zu öffnen, mit den Menschen zu reden, und dann so neue Kontakte zu knüpfen. Es gibt manche Leute, wie auch ich zum Beispiel, extrovertierte Menschen, die können das sehr gut. Nichtsdestotrotz, auch die Introvertierten können das Ganze wirklich sich erlernen. Deswegen, werde offener, werde kommunikativer, und verbessere dich einfach in diesen Dingen. Auch die Akquise ist in dem Punkt unglaublich, unglaublich wichtig. Ich habe immer noch Leute in meinem Team, die kommen zu mir und sagen, ja, ey, Akquise, die funktioniert bei mir nicht. Und ich frage dann, ja, wie machst du denn die Akquise? Und die zeigen mir dann, wie sie schreiben, ey, kann ich mit dir über ein Business reden? Grundsätzlich ist das ja nicht falsch. Grundsätzlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, von all den Networken da draußen, die meisten machen es so. Und wenn die Menschen schon zum fünften, sechsten Mal genau so angesprochen worden sind, wieso sollten sie dann bei dir darauf reagieren? Macht grundsätzlich keinen Sinn. Sei menschlicher, sei viel. Nicht nur wegen des Business, weil wir Menschen, auch wir Networker, wir sind nicht nur das Business. Wir sind individuelle Menschen mit Charaktereigenschaften und genau das sollte rausstechen. Genau so solltest du die Menschen überzeugen. Du überzeugst die Menschen nicht, indem du ihnen sagst, ey, hast du Bock auf ein Business mit irgendeinem Random, die Menschen nicht kennen, sondern du überzeugst sie mit deinem Charakter, mit deinen Fähigkeiten und das sollte rausstechen. So. Zweiter Skill ist das Einladen. Und genau gleich wie bei den Prospekten ist das Einladen irgendwo ein Skill. Wie lädst du die Leute ein auf deiner Kontaktliste auch zum Beispiel? Es ist wichtig, dass du das wirklich auch gut machst, dass du informiert bist, weil wenn du anrufst und selber nur die Hälfte weißt von dem, was du eigentlich weitergeben willst, dann wird es wirklich schwierig. Deswegen setze dich auseinander. Das ist ein Skill, der sollte sitzen. Du solltest in der Theorie schlafen können und im Schlaf jemanden einladen können. In der Theorie. So. Macht man jetzt nicht, aber in der Theorie sollte das funktionieren. Ist wie in der Schule das 1x1. Das musst du einfach können. Wie aus der Kanone raus. Das muss einfach kommen. Das muss funktionieren. Drittens, präsentieren. So wie du dieses Business präsentierst, ist am Ende auch irgendwo ausschlaggebend, was die Person am Ende daraus macht. Weil wenn du ihm das so verkaufst, als wäre das so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen cool und ja, und Team und Culture und so, dann wird es die Leute nicht überzeugen. Wenn du aber den Leuten erklärst, mit welchen Menschen du die Leute connecten kannst durch Chifu, was für Incentives wir machen, was für Produkte wir haben, was für eine Education wir haben, das muss die Leute umhauen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ihr hier im Call, wir sind ja alle bei Chifu. Chifu ist krass. Die Connections sind krass. Und wenn du das den Leuten so perfekt weitergeben kannst, dann werden sie verstehen, dass es krass ist und sie werden starten. Macht Sinn, oder? Mal kurz einen Einzelchat, wenn das bisher Sinn gemacht hat. Okay, perfekt. Man scheint es zu verstehen. Perfekt. Viertens. Das Follow-up. Das Follow-up ist eigentlich fast schon genauso wichtig wie die Präsentation selber. Weil meistens ist es so, ich sage es mal, meistens, man macht eine Präsentation und die Leute, die wollen immer überlegen. Die wollen überlegen, die müssen eine Nacht darüber schlafen, keine Ahnung, was die im Schlaf machen, weil beim Schlaf, ich persönlich überlege da nicht, aber es ist eine andere Sache. Sie müssen die Katze fragen, die Frau, was auch immer. Sie müssen jeden fragen, überlegen, was auch immer. Deswegen ist das Follow-up unglaublich wichtig. Mach immer ein Follow-up aus. Immer. Es ist unglaublich. Wenn du das nicht verknüpfst nach der Präsentation, dann hast du wahrscheinlich einfach die ganze Branche falsch verstanden. Du hast den Verkauf
Falsch verstanden. Man macht überall ein Follow-up. Auch ein Autoverkäufer macht ein Follow-up. Wenn du eine Probefahrt machst, meldet er sich nach 2 Tagen und fragt: Ey, V8 macht Krach in der Nacht, wie sieht's aus? Leasingvertrag ja oder nein? So sage ich jetzt mal so. Aber man macht immer ein Follow-up. Du musst auch ein Follow-up machen. Wenn du kein Follow-up machst, trust me, die Leute, die sagen: Ja, ich melde mich dann und dann, die Leute, die melden sich nicht. Die werden sich nicht melden. Du musst ihnen hinterhergehen. Deswegen mach von Anfang an ein Follow-up. Mach von mir aus auch 2 Follow-ups oder 3. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Person mit klarem Bewusstsein eine Entscheidung treffen kann. Und deswegen gehört 1 oder 2, von mir aus auch 3 Follow-ups, gehören da einfach dazu. So, das 5. ist Closing. Ich werde da aber jetzt gleich nochmal spezifisch stärker darauf eingehen. Deswegen komme ich weiter zu der Einarbeitung. So. Wir alle im Network fangen an, Kontaktliste, ey, deine Kollegen, Kolleginnen, 15 Cousinen, was auch immer, anrufen. So, wenn die Person dann startet, dann ist die Einarbeitung unglaublich wichtig. Du kannst doch nicht einem Kollegen oder sonst wen anrufen und sagen, ey, schau mal hier und da, die Leute starten und dann machst du keine richtige Einarbeitung. Wie soll denn das funktionieren? In der Theorie solltest du eigentlich die Einarbeitung am Ende des Tages so abgeschlossen haben, dass die Person eigentlich Chivo komplett selbstständig nutzen kann. Also die Person sollte sich auskennen mit der Seite, mit den Live-Sessions, mit den Calls, einfach alles drum und dran. Die Person sollte eigentlich selbstständig arbeiten können. Wenn es dann an dem Punkt ist, dann ist die Einarbeitung in dem Sinn wirklich abgeschlossen, weil die Person könnte selbstständig arbeiten. So, siebtens ist die Promotion. Die Promotion ist unglaublich wichtig. Wieso sieht man jetzt hier nur schon an diesem Call? Wir sind 46 Leute von irgendwie fast 200 oder noch mehr. Und davon haben irgendwie ja, 15 die Cam an und der Rest ist irgendwo da hinten irgendwo. Keine Ahnung, was wir machen. Ich bin euch ganz ehrlich, die Cam ausmachen, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ihr zuhört. Aber spielt keine Rolle. Promotion ist unglaublich wichtig. Ein Event zum Beispiel ist nur immer so gut, wie man es promotet. Ein Call ist immer nur so gut, wie man es promotet. Eine Company ist immer nur so gut, wie man es promotet. Wenn du die Promotion beherrschst und wirklich den Leuten erklären kannst, wieso solltest du auf dieses Meeting? Wieso solltest du auf dieses Event? Wieso solltest du da vorbeikommen? Wieso solltest du mir zuhören? Dann wird es funktionieren. Wenn du das nicht kannst, keine Ahnung, es gibt ja auch Promoter für Clubs. Stell dir mal vor, der steht da und der sagt, ja, der Club, ja, keine Ahnung, Latino-Musik ist gut, komm vorbei. Da kommt keiner. Wenn da aber jemand sagt, super DJ, 10 Jahre Erfahrung, günstige Preise, keine Ahnung, für die Männer, unzählige Frauen, was auch immer. Dann kommen die Leute am Ende des Tages auch. Das ist einfach nur die Promotion. Die Promotion ist ein Skill, den du beherrschen musst. So, das zu den 7 Skills. Ich komme jetzt nochmal spezifisch aber auf das Closing beziehungsweise auf den Verkauf. Wir sind Networker. Wir sind Verkäufer. Wir sind Vertriebler. Unser Job ist es, das Produkt zu nehmen und an den Mann zu bringen oder an die Frau. Wir haben 2024, muss da aufpassen, oder an die Frau oder was auch immer es dazwischen gibt mittlerweile. Auf jeden Fall einfach die Person bringen, oh mein Gott. So, perfekt. Am Ende Regel Nummer 1. Wichtig für dich zu verstehen. Du wirst nur verkaufen und jetzt kommt es, der Key, wenn die Person dir vertraut. Wenn die Person dir nicht vertraut, dann wird die Person kein Business bei dir starten. Auf gar keinen Fall. Dann wird die Person sich auch nicht das Glow in die Augen schmieren, das Liv nicht trinken und das Gen 3 ins Wasser rühren. Gar nichts wird passieren. Gar nichts. Deswegen, das Vertrauen ist unglaublich wichtig. Deswegen auch 1, 2 oder sogar 3 Follow-ups. Wieso? Ich persönlich mache es immer so. Ich sage den Leuten, ey, hör mal, grundsätzlich spielt es mir absolut gar keine Rolle, ob du das Ganze machst oder nicht. Was mir aber eine Rolle spielt, ist, dass wenn du eine Entscheidung hier triffst, dann solltest du sie mit 100% Klarheit treffen können. Das bedeutet, mir spielt es keine Rolle, ob es ein Ja oder ein Nein ist.
Hauptsache, du bist hundertprozentig überzogen von deiner Entscheidung. Weil wenn eine Person Nein sagt und eigentlich will, dann kommt sie nach 2 Wochen wieder, Zeit verloren, bla bla. So, wenn die Person Ja sagt, aber eigentlich nicht will, dann schadest du die Person, machst die Einarbeitung, nimmst dir Zeit, etc. Und am Ende quittet die Person nach einem Monat wieder. Und was hat es dir gebracht? Absolut gar nichts. Gar nichts. Nichts hat es dir gebracht. Deswegen, das ist der Key. Jetzt am Ende des Tages werde ich nochmal ganz kurz euch eine Strategie weitergeben, wie ich zum Beispiel ein Closing mache. Ich habe da eine klare Strategie, ich habe das auch gelernt bei einem YouTube-Video tatsächlich. Das Ganze nennt sich Spiegeln. Spiegeln ist eigentlich fast schon eine Manipulation, sage ich euch ganz ehrlich. Aber im positiven Sinne. Weil ich erkläre euch jetzt mit einem Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Das Spiegeln funktioniert eigentlich, indem du der Person zuhörst und das, was die Person sagt, in deinen Worten umwandelst und zurückgibst. Wieso? Ganz simpel. Die Person fühlt sich wertgeschätzt, weil du ihr zuhörst. Sind wir mal ganz ehrlich. Jeder kennt's. Man spricht mit einer Person und die Person sagt irgendwas. Und in deinem Kopf denkst du dir schon, du hörst nicht mal richtig zu, sondern denkst, was sage ich jetzt gleich darauf auf das, was er jetzt sagt? Das ist nicht zuhören. Weil du wirst da nicht richtig die Information mitkriegen, was er sagt. Wichtig ist, hör ihm einfach genau zu. Ich zum Beispiel mache es auch so, ich mache mir sogar Notizen dabei. Und ich erkläre dir jetzt, wieso. Ich mache jetzt mal ganz kurz das Beispiel mit dem Closing. Sagen wir mal, ich habe jetzt die Präsi gemacht, Präsentation, es gibt keine Fragen mehr, es ist eigentlich alles klar. So, sagen wir, die Person heißt Hans. Hans als Beispiel. So, dann sage ich, Hans, ey, hör mal. Du hast das Ganze jetzt gesehen, du hast keine Fragen mehr, ist eigentlich alles klar, richtig? Okay, perfekt. Ich habe jetzt noch genau zwei sehr wichtige Fragen an dich, bevor wir hier den Call beenden. Erstens mal, was sind denn so deine Erwartungen an mich und die Person, die dich jetzt heute hier eingeladen hat, dass du selber sagst, diese Kooperation mit euch und mit Shifu hat sich für dich gelohnt? Das ist meine Frage, die ich dem Prospekt stelle. Es kommt alles. Irgendwie, ja, ich will Unterstützung, ich will an die Hand genommen werden, ich will am Sonntag noch Zeit für meine Familie, was auch immer. Es ist eigentlich scheißegal, was er sagt. Am Ende des Tages hörst du ihm einfach zu. Das, was er sagt, wichtig, notierst du dir. Nicht, weil es wichtig ist, nur wegen dem psychologischen Effekt, dass er merkt, dass du es ernst nimmst. Nicht, weil es eigentlich dich interessiert. Interessiert dich eigentlich nicht. Du willst ja verkaufen. So, am Ende des Tages notierst du dir das Ganze. Er sagt das und du spiegelst das Ganze und sagst, ey, Hans, ich höre ganz stark bei dir raus, dass dir wichtig ist, dass du an die Hand genommen wirst und dass du am Sonntag auch Zeit für deine Familie hast. Kann ich absolut verstehen. Ich kann Ihnen das mal so erklären. Chifu ist eine Plattform, wo du dein komplett eigener Chef bist. Das bedeutet, du kannst deine Zeit selber einteilen. Wenn du am Sonntag Zeit für deine Familie willst, dann nimm dir diese Zeit. Das steht dir offen, ist deine Sache. Am Ende des Tages mit der Unterstützung kann ich dir auch eins sagen. Ich und die Person, die dich eingeladen hat, nehmen dich so an die Hand. Wir gehen mit dir den Weg. Wir machen mit dir die Einarbeitung. Wir zeigen dir, wie es funktioniert. Am Ende des Tages kannst du eigentlich komplett selbstständig arbeiten. Ich bin jederzeit erreichbar. Wenn irgendwas ist, wenn du irgendwie ein Problem hast, etwas funktioniert nicht, deine Katze hat Bauchweh, was auch immer, ich bin erreichbar. Ich bin erreichbar, okay? Das ist die Unterstützung, die ich dir bieten kann. Wird das so deinen Anforderungen gerecht? Er kann ja nur Ja sagen, weil du hast ja genau das, was er gesagt hat, in deinen Worten ausgesprochen. Und genau das ist der Punkt, wo er unglaublich viel Sympathie für dich verspürt, weil du ihm zugehört hast, erstens, und verstanden hast. Durch diesen Punkt wird er so viel Sympathie zu dir haben, dass dann, das ist schon die halbe Miete. Das ist die halbe Miete, eigentlich 2 Drittel der Miete ist das schon. So, dann sage ich dem Hans noch die letzte Frage. Hans, hör mal zu. Ich habe jetzt noch eine unglaublich wichtige Frage an dich. So, ich persönlich
habe jetzt mittlerweile einen wirklich, wirklich großen Andrang in meiner Organisation. Ich bin dabei, mir mehrere Einkommensquellen aufzubauen. Ich bin busy. Ich bin wirklich busy. Deswegen nehme ich grundsätzlich auch nicht jeden. Meine Frage an dich ist, Hans, was bringst du mit in das Ganze, dass es sich für mich überhaupt lohnt, dass ich mir die Zeit nehme für dich? Und das ist denn der Punkt, wo es den Hans vom Stuhl haut. Wieso? Weil Hans wird nie und nimmer mit dieser Frage rechnen. Hans wird damit rechnen, dass du es ihm verkaufen willst. In dem Moment, wo er realisiert, dass du ihn nicht brauchst, bekommt er die Angst vor Verlust, die Angst, was zu verpassen, die Angst, nicht mit dir arbeiten zu können. Und das ist denn der Punkt, wo du merkst, die Stimme, die wird zittrig. So, ja, wenn ich mal was anfange, dann ziehe ich es dann auch durch oder was auch immer. Es ist eigentlich auch scheißegal. Ich sage dem Hans dann immer oder dem Prospect, ey, hör mal zu. Ich persönlich finde wichtig, dass Disziplin an den Tag gelegt wird. Ich habe das jetzt bei dir rausgehört. Ich denke, das ist auf jeden Fall gut. Ich bin dir ganz ehrlich, Hans, ich bin absolut stark überzogen, dass eine Zusammenarbeit zwischen dir, mir und der Firma Chifu etwas sehr Großes ergeben könnte. Jetzt ist meine Frage aber nur, wenn ich dich sehr gerne zu meiner Organisation aufnehmen würde, liegt das nur in meinem Interesse oder auch in deinem? Die Leute, Hans wird ja sagen. Hans wird ja sagen. Ich kann euch versprechen, Hans wird ja sagen. Jeder wird ja sagen. Er kann gar nicht anders. Und selbst wenn, dann wird er sagen, also kommt, ich werde die Frage gleich beantworten. Alles, was eigentlich passieren kann, ist, ja, hör mal, ich habe gerade das Geld nicht, wir müssen bis dann und dann warten. Dann ist es so, weil am Ende können sie nicht mit Hosenknöpfen die Rate zahlen, sondern mit Geld am Ende des Tages. Oder er sagt halt eben, er will sich's überlegen. Und das ist dann genau der Punkt, wo das Follow-up wichtig ist. Mach das soweit mal ganz kurz. In kein Einzelchat, weil sonst finde ich die Frage nicht. Kein Einzelchat. An die mit der Cam, Daumen nach oben. Machen wir so. Okay, perfekt. Super. Noch eine Frage von Leon. Was macht man, wenn man auf alle Punkte von der Person eingegangen ist, die Person aber sich trotzdem für ein Nein entscheidet? Akzeptieren. Wieso ist ganz simpel und einfach. Du brauchst ihn nicht. Natürlich, für einen Rank brauchst du ihn schon. Verstanden? Habe ich verstanden. Aber in der Theorie brauchst du ihn nicht. Und das muss dir bewusst sein. So, am Ende des Tages ist es dann so, wenn er Nein sagt, hatte ich auch in letzter Zeit ein, zweimal mit einem Kollegen, ich weiß nicht, vielleicht Pascal, wenn du im Call bist, liebe Grüße an dich, da hat eine Nein gesagt, die wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, hör mal, gar kein Problem. Für mich ist einfach nur wichtig, dass du klar bist mit deiner Entscheidung. Wenn es ein klares Nein ist, dann ist absolut gut. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Falls sich deine Meinung ändert, weißt du ganz genau, wo du dich melden solltest. Nichtsdestotrotz siehst du, dass wir das auf einem sehr professionellen Niveau machen. Sprich, wenn du Leute kennst, die vielleicht Interesse haben in sowas oder dich ansprechen in sowas, kannst du sie gerne weiterleiten. Ihr müsst verstehen, selbst eine Person, die dir Nein sagt, kann dir potenziell Gewinn geben am Ende des Tages. Weil ein Nein, bei einem Nein fängt der Verkauf ja erst an. Versteht ihr? Das ist so der Punkt. Selbst ein Nein kann profitabel für dich sein, wenn du es am Ende richtig verpackst. Okay? Macht das Sinn? Mal kurz einen Daumen nach oben, weil Chat ist schwierig. Okay, perfekt. Letzte Frage jetzt. Wie behandelt man Personen mit Ausreden? Okay, ich bin da ganz ehrlich, anschreien. Ich schreie die Leute an. Ich schreie die Leute an. Wenn mir irgendjemand sagt, ey, ich kann nicht, weil irgendwie ich habe keine Zeit, dann schreie ich ihn an und sage, Bro, was für keine Zeit. Laber mal keine Scheiße jetzt. Du hast 24 Stunden. Du schläfst 8 Stunden, du arbeitest 8 Stunden, dann hast du immer noch 8 Stunden. Von mir aus lern 4 Stunden und nimm dir noch 2 Stunden für deine Familiezeit. Du hast immer noch 2 Stunden. Wie, du hast keine Zeit? Wen willst denn du jetzt hier verarschen? Du hast Zeit. Du willst sie dir nicht nehmen. Am Ende des Tages
Und das, die Menschen haben immer Ausreden. So, es ist das Gleiche wie gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Thema mit den Depressionen. Ich bin stark der Meinung, es gibt natürlich Leute mit psychischen Problemen, nicht falsch verstehen, gute Besserung an jeden, der das hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen auch einfach, ich habe Depressionen, aber die haben gar keine Depressionen. So, denen sage ich einfach direkt, ey, hör mal, in Palästina aktuell könnte jetzt irgendein 5-jähriger Junge heute seine ganze Familie verloren haben wegen einer Bombe. Und du hast Depressionen? Really? Ehrlich? Bitte mal selbst reflektieren. Hast du wirklich Depressionen? Hast du wirklich Probleme? Ist das wirklich ein Hindernis für dich? Aber am Ende des Tages, wer hat die Frage gestellt? Ich denke, Omar. Omar, hör mal zu. Am Ende des Tages kannst du nicht jeden einfach umstimmen wegen Ausreden. Die Menschen werden immer Ausreden haben. Das ist das Gleiche. Leute sagen, ja, ich starte nicht weh, weil ich habe kein Geld. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich starte, weil ich habe kein Geld. Weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages kannst du es nicht jedem recht machen. Aber grundsätzlich, jetzt habt ihr meine Antwort, ich schreie sie an. Ja, ich schreie sie wirklich an. So. Okay, letzte Frage, Vanessa. Was meinst du mit Nein, aber ist trotzdem. Ich meine, mit Nein kann trotzdem ein Gewinn sein. Wenn du ein Nein akzeptierst, strahlt das eine Sympathie aus, weil die Person wird darauf ausgeben, dass du ihr das verkaufen willst und dann sie überreden willst, irgendwie auf Krampf. Und dass du das Nein nicht akzeptierst. Wenn du aber sagst, ey, ich akzeptiere dein Nein, absolut gar kein Problem. Viel Erfolg weiterhin, wenn irgendwas wäre. Du hast meine Nummer, du hast den Kontakt. Du kannst die Leute aber auch zu mir bringen, wenn irgendjemand Interesse hat. Dann wird die Person dich im Positiven merken, dass du den Leuten keinen Druck machst, sondern im Positiven mit den Menschen arbeiten willst. Und genau das ist dann der Punkt, wo die Person, falls es Menschen im Umkreis gibt, zu dir weiterleiten. Weil am Ende, es ist alles Marketing. Wenn du jemand Druck aufbaust auf einen Prospekt, dann rennt er dir davon. Das ist dasselbe, wenn du ein Netz hast, um Schmetterlinge zu fangen, dann fang halt keine Schmetterlinge, sie fliegen dir davon. Bau dir doch einfach einen schönen Garten und die Schmetterlinge kommen von selber. Verstehst du? Macht das irgendwo Sinn? Wenn du gut bist mit den Menschen, dann akzeptieren sie dich und kommen wieder zu dir, weil sie wissen, du bist korrekt. Und du bist nicht irgendein Scheißverkäufer wie jeder andere. Verstehst du? Genau das ist das, was ich meine. Ein Nein kann auch positiv sein für dich. Du musst es nur verstehen können. Okay? Safe. Geil, Mann. Das ist mal so mit alles. Omar, bist ein guter Typ. Letzte Frage, wirklich. Danach gebe ich gleich ab. Was war die härteste Lesson, die du gelernt hast, wo es angefangen hat, Klick zu machen? Dass du einfach deinen scheiß Arsch aufreißen musst. Bin ich dir ganz ehrlich. Weil es ist nicht irgendwie, ja, du musst das und das machen. Du musst einfach nur das, was ich dir jetzt gesagt habe, diese Skills musst du meistern, umsetzen und einfach in die Umsetzung kommen. Ich bin auch bei Null gestartet. Max hat mich auch angeschrien und hat gesagt, ey, wenn du damals bei der alten Company den Rank-Up machen willst, dann musst du halt einfach machen. Es ist nicht schwierig, du musst einfach nur machen und umsetzen. Das ist aber der Grund, wieso die meisten scheitern. Es hat mit Disziplin zu tun, dasselbe wie im Gym. Die meisten Leute sind nicht erfolgreich im Gym, haben keinen guten Körper im Gym. Wieso? Weil sie nicht diszipliniert sind. Die meisten Leute sind nicht im Rank, haben keinen blauen MetaTrader, weil sie nicht diszipliniert sind. Diszipliniert sind. Perfekt, kurzen Schlaganfall bekommen. Perfekt, letzte Frage, jetzt ist eigentlich Summe klar. Ich will noch ganz kurz was promoten. Super Saturday. Mal ganz kurz eins im Chat, wenn du jetzt der Überzeugung warst, dass das, was ich dir jetzt mitgegeben habe, hilfreich war. Mal ganz ehrlich. Eine eins im Chat, wenn du der Überzeugung bist, dass es hilfreich war. Okay, ich sehe einige Einsen. Das, was ich dir jetzt mitgegeben habe, habe ich am letzten Super Saturday auf der Stage den Leuten mitgegeben. Moral von der Geschichte. Hätte ich jetzt das Ganze dir jetzt hier nicht weitergegeben und du wärst am Super Saturday nicht dabei gewesen, dann würdest du das jetzt nicht wissen. Deswegen mach mir bitte den Gefallen und sei bei dem nächsten Super Saturday dabei. Max kann es ja auch, ja, er hat es schon in den Chat geschickt, er hat den Flyer reingeschickt und die Tickets. Hol diese Tickets,
Es sind keine Ahnung, was sind das, 20 € oder so? Was dein Insta, Sven? Eigenwerbung kurz. Mein Name kannst du einfach eingeben, Sven Wittmer, dann wirst du mich irgendwie schon finden. So, perfekt. Ja, top. 15 € schreibt Max. Das ist gar nichts. Wir haben einen Luca Scherer da dabei. Luca Scherer gehört zu den Top 10 Finanzexperten in der ganzen Schweiz. Die Schweiz ist einer der finanziell besten Länder. Ihr habt die Top Leute, um zu lernen. Wenn ihr da nicht dabei seid, dann bitte kommt nicht zu mir, nicht zu Max, nicht zu Anja, nicht zu Heli, nicht zu Benny, nicht zu niemandem und sagt, ja, ich komme nicht voran im Business. Wenn du nicht dabei bist, dann hast halt einfach Pech gehabt. Bin ich dir ganz ehrlich, weil wenn du da nicht dabei bist, Chance verpasst. Bin ich dir offen und ehrlich. Ich denke, die Message ist ziemlich klar. Ich denke, deutlicher kann ich es dir so nicht weitergeben. Deswegen mache ich jetzt das Edifying für Max mit dem zweiten Part. Er wird extrem wichtige Dinge ansprechen für den Sommer. Leute, ich bin euch ganz ehrlich, ich arbeite jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre mit Max zusammen. Max ist mittlerweile einer meiner besten Kollegen, meiner Brüder geworden, jemand, den ich nicht mehr wegdenken kann in meinem Leben. Ich habe schon sehr viel gelacht, ich habe schon sehr viel gemacht mit Max. Es ist immer wieder ein Blessing, mit ihm Zeit zu verbringen, egal ob es jetzt auf freundschaftlicher Basis ist oder auf einer Business-Ebene. Es macht einfach unglaublich Spaß und ich bin unglaublich dankbar, dass ich Max kennenlernen durfte. Ich habe schon so viel gelernt von ihm. Ich kann euch wirklich versichern, 95% von dem Wissen, was ich besitze, habe ich von Max persönlich gelernt. Deswegen, ich bin an einem Punkt, ich chill jetzt hier in Lissabon. Ich habe ein unglaublich schönes Leben. Ich habe mehrere Einkommensquellen und ich lebe ein wunderschönes Leben. Und das habe ich am Ende irgendwo auch nur zu verdanken, dass Max mir damals mich an die Hand genommen hat. Ich kann es nur ihm verdanken. Wenn du jetzt gleich die Cam immer noch aus hast und nicht mitschreibst, dann empfinde ich persönlich das als respektlos. Deswegen bitte, bitte Cam an, Notizen machen. Max, ich bin dir über alles dankbar für alles, was wir bisher erleben durften. Ich bin auch absolut ready für die zukünftige Zeit. Ja, ich werde dir das Wort abgeben und ich danke und es war mir eine Ehre, hier zu sprechen. Dankeschön. Alright, so, wow. Ich bin euch ehrlich, Guys. Also, diese Facts, die Sven gerade rausgehauen hat, das ist definitiv etwas, was dir die Augen erstens öffnen sollte und zweitens aber auch, weil ich verknüpfe das Ganze gerne immer wieder mit gewissen Dingen. Er hat gesagt, Super Saturday, sollst du dabei sein, hättest du verpasst, ja. Aber jetzt mache ich noch einen oben drauf. Wer von deinem Team hat gerade diesen Teamcall verpasst plus den Super Saturday? Weil wir haben über 100 Menschen, die haben genau das Szenario, was Sven gerade jetzt gesagt hat, bei denen ist es eingetroffen. Bei dir nicht, aber bei diesen Leuten schon. Und deswegen sollte das Minimum als einfach sein, wir werden das Ganze ja recorden, dass du das teilst. Dass du das deinen Leuten weitergibst, egal ob du jetzt vielleicht auch an die Leute, die das Recording schauen, egal von wo du bist, gib das deinen Leuten weiter. Weil diese Nuggets, die Sven gerade rausgedroppt hat, die sind crazy. Okay? Und ich würde direkt, bevor wir hier überhaupt mal reinstarten, würde ich direkt mal beginnen mit dem Sommer. Okay? Für die Leute, die noch nicht so lange am Start sind, oh mein Gott, was heißt Sommer? Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Ist es was. Im Grunde genommen ist es nichts Schlechtes. Im Grunde genommen ist es aber auch nichts Gutes. Es ist einfach Sommer. Okay? Und Sommer war schon seit 1000 Jahren da. Sommer ist schon seit mehreren Jahren da, seit du auf der Welt bist. Sommer ist da. Das heißt, der Sommer ist nicht der Punkt oder ist nicht das Problem. Und jetzt kommt genau das, wieso bei den meisten Leuten im Sommer das Business das macht. Und darauf will ich dich heute preparen. Wir haben es jetzt den 4.4. Also Sommer ist noch nicht da, aber wenn ich auf die Wetter-App schaue, ich kann es mal live gucken. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, war irgendwie Samstag jetzt 27 Grad. Ja, ist crazy. So, Sommer kommt langsam wieder. Okay, klar, dann hier unten wieder ein bisschen weniger, aber es wird langsam wieder wärmer. Und da kommt jetzt genau der springende Punkt. Du solltest hier durchziehen, du solltest konstant sein und du bist vielleicht gestartet in einer kälteren Jahreszeit. Aber jetzt kommt das erste Mal eine Jahreszeit, die schön warm ist. Jetzt kommt das erste Mal die Jahreszeit, wo du an den See gehst, wo du grillen gehst, wo du vielleicht mal, wo es länger hell ist draußen, wo du auch mal länger draußen sein kannst, wo es warm ist und du hast vielleicht einen Teamcall und den wirst du nicht mitnehmen. Und ich habe schon alles gesehen, ich will dich einfach darauf preparen, dass du verstehst, das sollte jetzt die Zeit sein,
wo du verzichtest. Hört sich jetzt hart an. Das sollte die Zeit sein, wo du sagst, ey, und wir haben es doch immer wieder angesprochen, mache einfach das, was 99% tun, also mache einfach das nicht, sorry, mache einfach das nicht, was 99% tun, somit bist du automatisch die 1%. Was machen die meisten Leute, wenn es draußen warm ist? Sie gehen ins Freibad. Ich sag jetzt nicht, sei den ganzen Sommer zu Hause, sperr dich ein und mache nichts. Sehr wahrscheinlich wird aber diese Person, die es macht, die meisten Results haben. Keine Frage. Keine Frage. Deswegen bin ich letztes Jahr 1,5 Monate in die Türkei und habe mich eingesperrt bei 35 Grad draußen und habe gehustelt. Okay? Wie gesagt, musst du nicht, kannst du, ist komplett dein Leben, ist deine Entscheidung. Ich will dir einfach sagen, sei die Person, die öfters Nein sagt im Sommer. Sei die Person, die sich nicht von diesen kurzfristigen Befriedigungen von Aktivitäten, okay, die dir irgendwann diesen Back geben, damit du im Winter nicht dastehst, wo du sein solltest. Nicht dastehst, wo du sein könntest, vor allem. Weil ich weiß jetzt schon, und ich weiß, wir sind erst im April, aber ich will es trotzdem ansprechen, und du wirst es bis wahrscheinlich August und so weiter, du wirst es immer wieder hören, nicht nur von mir, auch von anderen, weil einfach Leute, die schon länger in dieser Branche sind, genau wissen, von was sie reden. Sei es Trading, sei es nicht, egal was, alles, was Chifu zu bieten hat, Leute haben irgendwie weniger Fokus im Sommer. Und deswegen will ich dich preparen. Du solltest verstehen, okay, du solltest verstehen, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, dass zum Beispiel in der Incentive-Gruppe sehr, sehr wenig Energy herrscht. Dass wir zum Beispiel an einem Punkt sind, dass aktuell, okay, nicht bei jedem hier der Rank im Backoffice steht. Dass es vielleicht die letzten Tage ein bisschen wärmer war. Schau mal, was du gemacht hast. Hast dich vielleicht schon selbst erwischt. Deswegen will ich nochmal jedem den Appell geben, weil ich weiß, es sind auch einige neue Leute gestartet und ich weiß, dass viele vielleicht doch gar nicht das Ganze auf dem Schirm hatten, okay? Dass wir ein Incentive am Laufen haben. Wir haben das E2-Incentive am Laufen. Das ist geil. Das ist crazy. Da steht auf dem Flyer, habe ich in die Gruppe geschickt, alles, was du benötigst, um dich zu qualifizieren. Da wird es dann eine eigene Gruppe geben mit Punktesystem und so weiter und so fort. Okay? Aber wir haben auch noch ein zweites Incentive. Und bei diesem Incentive schicke ich jetzt direkt mal einfach den Link zur Gruppe in den Chat. Das heißt, wenn du noch nicht drin bist, trete sehr gerne hinzu. Okay? Dort kannst du verschiedenste Dinge gewinnen. Bei unserem Incentive, was aktuell läuft, nur noch bis zum 30. April, okay, kannst du AirPods gewinnen. Aktuell gibt es noch eine AirPods. Du kannst Amazon-Gutscheine gewinnen im Wert von 150 €. Du kannst Wellness-Gutscheine gewinnen. Und vor allem, wenn du E1K gehst bis zum 30. April, wir gehen alle zusammen mit allen E2s nach Spanien in eine Villa. Die Unterkunft wird für dich übernommen. Du musst nur den Flug bezahlen und vielleicht Essen dort. So. Plus obendrauf, das siehst du alles, wenn du in die Gruppe gehst auf den Flyer, sollte eigentlich alles sehr verständlich sein. Plus obendrauf, wenn wir den Countdown auf 200 runtersetzen, gehen wir alle zusammen Go-Kart fahren. Als Teamaktivität. Vielleicht jetzt für viele so, ey, kenne ich ja schon, hey Chimmer, wieso sagst du das jetzt? Ja, aber vielleicht gibt es hier jetzt gerade 3, 4, 5, 6 Leute oder mehr, die es noch nicht wissen. Deswegen, wenn du Network Marketing aktiv machen möchtest, wenn du Preise gewinnen möchtest, wenn du gratis eine Unterkunft in Marbella haben möchtest, okay, in Spanien, dann trete safe der Gruppe bei und schaut, dass da Aktivität reinkommt. Schau, dass du bei jedem Sign-up die Gruppe updatest. Schau, dass du bei jeder Reaktivierung, die du reinholst, die Gruppe updatest. Weil nur so kann Speed kommen. Nur so kann Success kommen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Schreib mal in den Chat, was ist aktuell? Und ich will dir einfach kurz ein Bild machen, wieso es klug ist, Gas zu geben. Schreib mal kurz in den Chat, was ist dein Lieblingsauto, was ist dein Traumauto? Jeder mal, ich gebe dir 10, 15 Sekunden, schreibe in diesem Chat, was ist dein Traumauto? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest du dir holen? Ich sehe ein R8, ich sehe einen McLaren 27, ich sehe ein Audi RS3, ich sehe irgendwas Krasses, ich sehe ein Chiron, ich sehe ein 911, ich sehe ein Koenigsegg, okay? Ein LaFerrari, Bugatti, Maybach, okay, sehr, 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 sehr viele schöne und geile und schnelle Autos. So. Du hast bestimmt schon mal dieses Auto irgendwo gesehen. Denkst du, dass diese Person, welche so ein Auto besitzt, denkst du, dass diese Person quittet? Denkst du, dass diese Person irgendwann mal einen Gang runterfährt? Denkst du, dass diese Person jemals irgendwo gequittet hat? Oder denkst du, es ist eher ein Symbol für Disziplin, für Durchhaltevermögen? Was denkst du? Eins, zwei oder drei? Drop's gerne in den Chat. Eins, zwei oder drei? Denkst du, die Person ist ein Quitter? Denkst du, sie ist schon mal gequittet? Oder denkst du, es ist eher ein Symbol für Disziplin und für Durchhaltevermögen? Zu 100% ist es drei.
Okay, zu 100% ist es 3. Und deswegen darf dir auch das jetzt, wenn die Dinge wärmer werden, wenn außen alles wärmer und schöner wird, darf es dir nicht passieren, dass deine Work Ethic nach unten geht. Ich rede aus Erfahrung. Ich rede selbst aus Erfahrung. Ich habe Leute gesehen, aber selbst bei mir ist es auch schon passiert. Okay, ein Mentor sagte mal etwas. Und ich finde, das ist crazy, weil mein Leben sah damals genauso aus. Und ich will dich jetzt nicht beleidigen. Ich sage nur das, was der Gruppe gesagt wurde. Und zwar wurde gesagt, wie gesagt, nimm es dich persönlich, aber nimm es ernst. Manchmal brauchst du Dinge, die du nicht hören möchtest, vielleicht von mir, von einem Sven, wer auch immer speakt, aber es sind genau die Dinge, die du hören musst. Die meisten von euch, und wie gesagt, ich meine es nicht euch, ich sage nur das, was er gesagt hat, die meisten von euch sind langweilige Losers. Dein coolster Lifestyle, deine Story ist es, wenn du mit dem EasyJet-Flug irgendwo in ein Land gehst und dich besäufst, du hast bis jetzt nichts dann gemacht, du hast bis jetzt keine Risiken bist du eingegangen. Und du erwartest for real, dass du mit diesem Lifestyle irgendwo erfolgreich wirst? Du erwartest, dass du mit diesem. Hä? So, und bei mir hat es damals Klick gemacht, weil ich hatte genau diesen Lifestyle. Bisschen Cash, direkt irgendwo in ein anderes Land und nur besauft. Das war mein Dream. Oh mein Gott, wenn ich reich bin, ich gerne verdorrt. Bam, ich betrete. Nein. Okay? Nein. Zu 100% nicht. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Du bist doch gerade erst gestartet. Du kannst doch nicht, überleg dir mal, du kannst doch nicht stoppen, du kannst doch nicht aufgeben. Eine Rakete, die gerade startet, die bleibt doch nicht stehen in der Luft. Oder bin ich irgendwie lost? Die bleibt doch nicht stehen in der Luft, die nimmt diesen Anlauf, die nimmt diesen Start und zieht durch, weil sie muss doch die Atmosphäre durchbrechen. Du musst doch die Resistance durchbrechen. Du musst doch diese Matrix escapen. Du musst doch aus diesem System raus. Wie gesagt, vielleicht gibt es Leute, die sagen, ey, nee, will ich nicht, okay, bisschen nebenbei, it's okay. Aber ich weiß, dass die meisten hier in diesem Call nicht mehr dieses Leben haben wollen, was sie jetzt aktuell haben. Nicht bis 65 jeden Morgen am Montag oder kennt ihr dieses Gefühl Sonntagabend? Ich kenne es leider nicht mehr, I'm sorry. Aber kennst du dieses Gefühl Sonntagabend? Fuck, morgen ist wieder Montag. Und das schmerzt. Und das schmerzt. Dieses Gefühl wollte ich nicht mehr. Geist, ich hatte damals Fußballspiele. Okay, ich hatte damals Fußballspiele. Und es war 2 Uhr nachmittags. Wir waren mitten im Spiel. Sonntag. Und ich dachte mir, fuck, morgen muss ich wieder arbeiten. So sehr hat mich das getriggert. So sehr hat es mich getriggert. Okay, deswegen gebe nicht auf. Sei wie diese Rakete. Ziehe durch. Bleibe nicht stehen, sondern halte dieses Momentum. Und das Momentum muss nicht unbedingt das sein, was im Backoffice ist, sondern seit du gestartet bist, bist du doch im Momentum. Guck doch mal long term. Okay, vielleicht bist du erst ein paar Wochen am Start, vielleicht erst ein paar Monaten. Aber guck mal, wie du gedacht hast, was deine Ziele waren, vielleicht vor dem Start und wie es jetzt schon aussieht. Und dann die Leute, die schon länger dran sind, da muss ich gar nicht erst anfangen. Das ist ein Uptrend. Sei es, was du verdient hast, sei es aber vor allem auch, wie du denkst. Vergiss das nie. Okay? Vergiss das nie. Sei dieser Löwe. Ich sage immer wieder, sei dieser Löwe. Es gibt viele Tiere, aber nur ein Tier ist der König. Nur ein Tier hat diese Mentality. Alright? Nur ein Tier hat diese Mentality. Das ist der Löwe. Wenn der Löwe in den Raum kommt, dann sind alle ruhig. Wenn der Löwe spricht, haben alle den Mund zu. Wieso? Weil er es repräsentiert. Weil er die Aura hat. Okay? Deswegen fange an dich zu glauben. Fange an, vor allem, okay, zu 100% diese Person sein zu wollen, die alles auseinander. Hört sich jetzt vielleicht so simpel und basic an, aber es ist so. Habe diese Mentality. Weil ohne diese Mentality wirst du nicht on the top kommen. Ohne diese Mentality wirst du dich einen Vergütungsplan hier bei Chifu nicht outmaxen. Du wirst nicht Crown Diamond gehen und 500k monatlich passiv verdienen, wenn du nicht diese Mentality hast. Jetzt mal ganz ehrlich, in den Chat hier. Wer denkt, eine 1 in den Chat, wenn ja, eine 2, wenn nein. Wer denkt, dass Sven Director gehen wird? Wer denkt, dass Sven irgendwann eine Organisation von 500 Menschen führen wird? 1 in den Chat, wenn ja, 2 in den Chat, wenn nein. Okay. Frage jetzt, Gegenfrage. Okay. Würdest du auch bei dir eine 1 geben? Okay. Würdest du aktuell auch bei dir, nein, wirklich jetzt ehrlich, ich weiß jetzt Hype, ja, let's go, eins, wow, aber würdest du wirklich, und da habe ich mir damals die Frage gestellt, würde ich wirklich eine 1 eingeben? Und ich habe gesagt, ja. Okay. Und ich habe gesagt, ja. Und ab diesem Tag habe ich dann für mich entschieden, ich ziehe das Ganze durch. Weil jetzt mal ganz ehrlich,
Guck mal. Das Ding ist, es ist doch einfach, es ist easy, aber trotzdem nicht, weil du hast keine wirkliche Konkurrenz heutzutage auf dieser Welt, okay? Es gibt Leute, wie gesagt, no hate an niemanden. Es gibt Leute, die sind auf einmal Blumen. Es gibt Leute, die sind, keine Ahnung, auf einmal ein Hund. Es gibt Leute, die, I don't know, ihr versteht, was ich meine. So, wenn du doch deinen Zielen folgst, wenn du doch ganz genau weißt, wohin du möchtest und diese wirklich Step by Step, Tag für Tag, aufs Erneute durchliest, es dir aufschreibst, es dir an die Wand hängst, es umsetzt, kannst du doch nichts anderes wie erfolgreich werden. Ich meine, guck mal, gib einer durchschnittlichen Person ein. sorry. Gib einer durchschnittlichen Person einen brandneuen Ferrari, eine Landkarte, von mir aus keine Ahnung, ein Latte Macchiato oder so, einen vollen Tank und du sagst der Person, das Ziel ist Erfolg, das Ziel ist Success. Das Ding ist, sie würden in der Hälfte meistens sagen, es ist zu weit und sie geben auf. Du gibst, wir geben dir doch alles in die Hände, oder nicht? Du hast doch alles, was du brauchst. Du kannst reden, du verstehst hoffentlich, was wir erzählen, du kannst den Leitfaden nehmen, du hast alles an der Hand. Aber die meisten sagen, in der Hälfte ist es irgendwie trotzdem zu weit und geben auf. Deswegen frag dich, glaubst du wirklich 100% an dich? Okay? Denkst du wirklich, du kannst escapen? Mache mehr. Okay? Ich habe mir aufgeschrieben, mehr tun, um mehr zu sein. Ganz simpel. Ein Cristiano Ronaldo, ein Lionel Messi, whatever, ein Mbappé, bla bla bla, müssen nicht immer in die Fußballerschiene. Ein LeBron James, ein Tom Brady, bla 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 bla. Die ganzen Top-Athleten. Oder auch Sänger, I don't know. Was denkt ihr? Ich habe es an Super Saturday gesagt. Even Beyoncé hat 100 Songs irgendwie gemacht, bis der Song Halo kam. So. Ein LeBron James oder ein Michael Jordan sagt selbst immer, der hat so viele Dreier, so viele Würfe verkackt. Diese Leute haben einfach mehr getan. Und automatisch, irgendwann, waren sie mehr. Okay? Du musst diese Vision schon als jemand haben, der noch gar nirgendwo ist. Das ist extrem wichtig. Weil diese Vision, die kommt nicht ab einem gewissen Rank. Er hofft dir nicht sowas. Die Vision musst du jetzt haben oder du hast sie nicht. Du kannst sie antrainieren, ja. Aber ich sage, irgendwo von Grund aus muss diese Vision da sein. Bei mir war sie schon seit ganz, ganz klein auf da. Ich dachte mir schon früher, wieso können wir nicht in dieses Restaurant? Wieso können wir nicht zwei, dreimal in Urlaub? Wieso können wir nicht dieses Auto fahren? Ich habe mich damals schon gefragt. Okay? Deswegen habe diese Vision. Habe diesen Vision, weil wir leben in einer Gesellschaft, einige kennen es, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute sick and tired sind, to be sick and tired. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Die meisten Menschen, okay, sind so sick and tired. Das heißt, sie sind so müde und krank und haben keinen Bock, weil sie genauso sind. Okay? Weil sie genauso sind. In der Gesellschaft sind die meisten Leute so. Stell dir mal vor, ein Jan Munderloh hätte damals nicht die Entscheidung getroffen, das Ganze durchzuziehen. Stell dir vor, deine Upline hätte damals, okay, du weißt vielleicht selbst, was deine Upline für Hürden hatte, hätte das Ganze nicht durchgezogen. Stell dir mal vor, mit der Person, die du tagtäglich zusammenarbeitest, dein Mentor, deine Upline. Stell dir einfach mal vor, wir wären alle jetzt nicht da. Alle wären nicht da. Okay? Wie sehr glaubst du denn an deinen Erfolg und an deine Leader? Weil dass du an dich glaubst, ist vielleicht nice. Aber jetzt kommt der nächste Step. Glaubst du auch an deine Leute? Glaubst du auch an deinen Trading Buddy? Glaubst du auch an diese Person, die du neu gestartet hast, dass auch er was sie erreichen kann? Ich sehe meistens oft viel mehr in einer Person, wie die Person sich selbst. Und das solltest du auch haben, diese Eigenschaft, schon Dinge zu sehen, bevor sie überhaupt da sind. Okay? Dann verstehe etwas. Guck mal, das habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark gemerkt. Und zwar ist es einfach so, dass jedes Gespräch in diesem Business etwas komplett verändern kann. Ich hatte Gespräche in den letzten Monaten, hat extrem vieles bei mir verändert. Sei es finanziell, vom Wissen, allgemein. Hat extrem viel verändert. Überleg dir mal. Wir haben es jetzt Sommer, in ein paar Monaten. Es wird wärmer. Ich habe dir jetzt gerade ein paar Punkte gegeben, die dir irgendwo einen Denkanstoß gegeben haben. Was machen jetzt die meisten Leute? Und das ist auch wichtig zu verstehen in diesem Business. Ihr seid alle 1%, weil ihr habt das gestartet, ihr wollt durchziehen, ihr macht das, was die meisten nicht machen würden. Alright. In diesem Business gibt es aber auch eine 1% und 99% oder 5 und 95%, wie du sehen möchtest.
95% werden jetzt nach diesem Call. Und ich habe am Ende noch was zu announcen, okay? Also nochmal kurz aufpassen. Wichtig. Die meisten Menschen hier werden nach diesem Call den Laptop zumachen und it's over. Der Tag ist vorbei. Vielleicht hast du nachher noch die Masterclass E7. Und wenn nicht, dann ja, machst du es noch einen entspannten und dann geht es nachher schlafen und dann morgen wieder Arbeit. Ne? Die 5% oder die 1%, sieh, wie du es möchtest. Die werden nach diesem Call nochmal die Notes durchgehen und sich die wichtigsten Punkte unterstreichen oder markieren. Und genau diese Punkte sich vornehmen, ab morgen umzusetzen. Vielleicht ist es jetzt dieser Kick, der dich irgendwo, den du bekommst und du machst nochmal eine neue Kontaktliste. Vielleicht ist es der Kick jetzt, den du bekommst und du guckst nachher nochmal das ganze Bootcamp von Silas durch. Irgendetwas haben diese Calls bei mir immer, irgendetwas hat es verändert. Irgendetwas hat es bewirkt. Okay? Und jetzt noch der wichtigste Punkt zum Schluss, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute vergessen, dass schlussendlich doch ein simples Business ist. Man muss im Network Marketing Infos weitergeben. Und jetzt gebe ich dir die Frage zurück, wie kannst du also, und dann könnt ihr gerne jetzt in den Chat schreiben, mach dich schon mal ready, um zu tippen, wie kannst du also, meine Frage, im Network Marketing reinscheißen? Was denkst du, wie kannst du im Network Marketing komplett reinscheißen? Gib dir die Antwort, indem du die Info nicht teilst. Indem du die Information einfach nicht teilst. That's all. Du bist gestartet wie? Hast doch eine Info bekommen. Also die Antwort war Info bekommen. Aber die Dinge, die ihr schreibt, sind auch super. Du hast doch eine Info bekommen. Also du hast doch eine Präsi oder du wurdest irgendwie whatever. So. Vielleicht hast du schon mal jemanden gestartet. Diese Person hat doch eine Info bekommen. Das heißt, alles, was du tun musst, ist rauszugehen in diese Welt und Informationen teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Die Dinge, die kommen alle dazu. Aber der Grundbaustein von deinem Haus, vom Erfolg, ist es, Infos zu teilen. Wie Sven gesagt hat, Akquise zu machen. Aber Akquise ist nur, Leute zu holen. Aber wem du dann die Info gibst, das ist dann wieder entscheidend. Wie vielen Leuten gibst du die Info? Okay? Deswegen verstehe, du verkackst im Network Marketing komplett, komplett. Und wenn du aktuell noch nicht im Network voll gestartet bist und vielleicht auch nicht weißt, wie soll ich da vorgehen, geh auf deine Upline nach dem Call zu, schreibe ihr, ey, ich will jetzt auch anfangen. Du gibst keine Infos weiter. Das ist der Grund, wieso dein Backoffice gerade nicht wächst. Es ist nicht das und nicht da, das Haus ist eingestürzt und oh, seht ihr, wenn man die Info nicht teilt, dann gehen auch die Lichter aus. Und das ist der Punkt, okay? Deswegen nimm das Ganze für dich mit und zu guter Letzt jetzt. Ich habe dir Punkte gegeben, wie du nicht ins Sommerloch kommst. Und jetzt gebe ich dir, ich gebe dir nicht einen Punkt, wie du nicht in dieses Sommerloch kommst. Ich gebe dir nicht einen Punkt mit, wie du mehr verzichtest, sondern ich gebe dir jetzt einfach etwas an die Hand, wo sich alle Leute treffen werden und wo du so eine Energy, wo du so eine Hilfe, wo du so viel aufsammeln kannst. Das kannst du dir selbst gar noch nicht vorstellen. Können sich die meisten hier nicht vorstellen, weil es nicht mal so in dieser Art, wie es sein wird, in Berlin gewesen ist. Sondern so wie es sein wird, wird es, Ladies and Gentlemen, am 20. Juli wird es ein Abriss. Am 20. Juli in Frankfurt, Geisters, das wird unglaublich. Es kommen die höchsten Leader aus Chifu, es kommt der CEO höchstpersönlich vorbei, um dir Neuerung bezüglich Chifu, um dir generell Mehrwert zu geben. Ein Cedric Bierbaum ist am Start. Ein Silas, zweimal Seven-Figure Educator. Ein Calvin Becerra, seit über 10 Jahren im Marketing tätig. Ein Daniel Fire hat Companies auf Milliarden Umsätzen gebracht. Ein Jan Munderloh, okay? Ein Kamal, ein Irfan, ein Chris und so weiter und so fort. Ihr kennt sie selbst alle. Eine Milea, ein Aaron, One Life Passion. Die sind alle vor Ort. Deine Uplines sind vor Ort. Kommen auf die Stage. Wenn du in einen Rank kommst, kommst du auf die Stage vor 3, 4, 5.000 Menschen. Geist, das wird insane. Deswegen droppe ich jetzt auch in den Chat nochmal für die Leute, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten oder für die Leute, die neu dabei sind. Geist, das ist ein Event, da werden sich alle Leute treffen. Es werden Leute kommen aus dem Ausland. Es werden Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommen. Es werden alle Leute zusammenkommen und du wirst eine Energy spüren an diesem Ort. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Glaub mir, wenn ich dir sage, wenn du nicht, wenn ich dich jetzt einladen würde auf meine Hochzeit und du würdest nicht erscheinen,
Es wäre für mich nicht so schlimm, wie wenn du nicht dieses Event mitnimmst. For real. Es wäre für mich nicht so schlimm, wie wenn du dieses Event nicht mitnimmst. Weil ich weiß, dass an diesem Event werden was getroffen? Große Entscheidungen. Und was brauchst du, um hier erfolgreich zu werden? Du musst große Entscheidungen treffen. Du hast doch dort alles vor Ort. Du kannst dich doch dort connecten. Du warst vielleicht schon mal an der Convention. Vielleicht schon zwei, drei, vier Mal. Dann bist du eh am Start. Weil jede Person, die schon mal an der Convention war, wird nie wieder nicht an einer sein. Außer irgendwas Privates ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber was kann man. Boah, ich liebe diese Frage. Okay? Was kann man machen, wenn man keine Mitfahrgelegenheit hat? Das ist doch das Coole hier. Wir sind in einer Community, wir sind eine Family. Das heißt, es werden Leute aus der Schweiz dorthin fahren. Es werden Leute aus Österreich. Egal woher ihr kommt, ihr habt safe immer Mitfahrgelegenheiten. Deswegen, was ihr jetzt eigentlich auch schon mal machen könnt, wenn ich nachher alles in den Chat gedroppt habe, du kannst dir erstens, wenn du das Geld jetzt schon ready hast, kannst du dir direkt ein Ticket holen. Zweitens aber vor allem, wenn du das Cash vielleicht gerade nicht ready hast, dann schaue, wie du in den nächsten 2 bis maximal 3 Wochen, okay, weil diese Tickets wird nicht für immer geben, 2 bis 3 Wochen schaust, wie du dieses Geld aufgeteilt bekommst. Weil glaub mir, ein Super Saturday, du hast gerade gehört, was ein Sven gesagt hat, okay, was du dort vielleicht schon verpasst hast. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir von einem Wissen, von einem Sven von 2 Jahren, wenn du jetzt schon geflasht warst, wenn du jetzt schon dachtest, wow, okay, crazy, wow, war auch krass. Jetzt stell dir mal vor, wenn eine Person wie ein Jan Munderloh, wie ein Damien Fire, Geist, der Typ ist seit 20 Jahren in dieser Industrie tätig, wenn die von solchen Leuten mal ihre Story hört, mal ihre Nuggets versteht. Geist, das kann etwas auslösen in euch, dass sie in den nächsten, wir haben ein perfektes Testimonial. Fili, ich weiß nicht, ob er jetzt hier auf dem Call ist, Filmon, war vor der letzten Convention in keinem Rank, hat nix hier verdient und ist jetzt im ersten Rank. Und das direkt nach 1, 2 Wochen nach der Convention. Wir haben hier Leute, die haben dank dieser Convention Level-Ups gemacht, hier oben, die aber auch finanziell, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das wird geisteskrank, weil es wird nicht eine Chifu-Convention, sondern es wird von unserem Team Retired Young das größte Event des Jahres. Und es ist in Frankfurt. Geist, ich war gestern noch in Frankfurt. Mit dem Zug sind das von Basel aus 2 Stunden 55. Flieg dorthin. Wenn du jetzt schon guckst nach Fluggelegenheit, willst du was finden für 100 Euro hin und zurück. Okay? Weil glaub mir, auf so einem Event, das kostet, glaube ich, 150 Euro oder so. Okay? Nicht die Welt. Du schickst nachher, wie gesagt, alles rein. Aber das, was du aus diesem Event ziehen kannst, und das verstehen wiederum die meisten nicht. Erfolgreiche Menschen verstehen, ich muss in mich investieren, um irgendwann auch ein gewisses Kapital zu haben. Weil das Geld passt sich ja deiner Persönlichkeit an, nicht umgekehrt. So. Das heißt, wenn du doch jetzt ready sein solltest, diese 150 Euro für dich zu investieren, um auf dieses Event zu gehen, um von Leuten zu lernen. Geist, ein Damien Fire, einfach kurz eine Background-Story an. Die Leute, die jetzt schon geliebt sind, verpassen jetzt gerade die geilste Story ever. Ist einer der geilsten Stories, die ich jemals gehört habe. So. Wir waren in Dubai, okay, wir waren eingeladen bei Damien Fire in seiner Villa, alle E5Ks above und die Leute, die sich qualifiziert haben. Und Damien hatte, wer von euch, drop mal kurz eine Eins, wir beenden den Call direkt. Drop mal eine Eins in den Chat, wer von euch kennt Lamborghini Urus? Und vielleicht auch eine Eins in den Chat, wenn du so einen gerne mal besitzen würdest. So. Ich erzähle euch kurz die Story, dass ihr einfach versteht, auf was für einem Level wir uns hier bewegen, weil ich glaube, viele verstehen es nicht. Damien Fire hat den Schlüssel seines Lamborghini Urus verloren. Und dieser Lambo, der stand vor der Haustür, also wie gesagt, ihr versteht es gerade, wieso es eigentlich komplett egal ist. Und der Urus steht safe schon einen Monat vor dieser Haustür. Und er hat uns allen gesagt, der diesen Schlüssel findet, also er hat sich einen neuen bestellt und so, das ist kein Problem. Aber der diesen Schlüssel findet, darf den Urus behalten. So, niemand hat den Schlüssel leider gefunden. Aber dass du verstehst, auf was für einem Level wir schon spielen. Dieser Mann hatte nicht eine Villa. Nee, nee, nee. Chill, relax. Der hatte zwei. Wisst ihr auch wieso? Es reicht nicht, ein Gästezimmer zu haben. Du brauchst eine Gästevilla. Kann doch nicht sein. Versteht ihr? Solche Menschen kommen am 20. Juli. Solche Menschen sind live vor Ort. Diese Menschen wissen, wie man dieses Game durchspielt. Deswegen gebe ich dir einen Key mit, den du niemals vergessen solltest. Okay? Verstehe etwas. Mit so vielen Teampartnern, das heißt auch für die Zukunft, wenn du Leute in deiner Organisation startest, nach dem Leitfaden von Sven, wie auch immer, wenn du diese Leute startest, du sollst diese Leute mitnehmen an dieses Event. Weil man sagt, pro Person, die man an einer Convention dabei hat, verdient man nächstes Jahr 1.000er mehr.
Ich habe jetzt schon 4 Conventions mitgenommen und plus minus geht die Quote auf. Okay? Deswegen schaue, dass du das Ganze mitnimmst. Schaue, dass du dir jetzt ein Ticket holst. Und wenn nicht, schaue, dass du in den nächsten 14 Tagen, maximal 21, trust me, das Geld aufgebracht bekommst, um dir ein Ticket zu holen. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. An die Leute, die jetzt E7 above sind, ne? Masterclass, wir jumpen direkt rein. Der Link sollte schon draußen sein. Wir haben leichte Verspätung. Deswegen, let's go. Hat mich gefreut. I wish you a good night. Bye bye.